Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie wirklich weg, la 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 la. So oder so ähnlich geht der Song von Westernhagen und ich freue mich mega, endlich wieder hier am Ufer des großen Flusses in Italien stehen zu dürfen. Es war schon wirklich eine verrückte Anfahrt, vor allen Dingen wegen der Problematik aktuell Coronavirus. Ich will jetzt sagen, dass ich Angst hatte, aber ich habe da schon viel drüber nachgedacht und war auch gespannt, was denn wirklich hier in Italien oder Österreich los ist, ob man was merkt. Eins kann ich euch sagen, es gab keine Grenzkontrollen, es gab keine Fiebermessstation irgendwo. Hier ist eigentlich alles beim Alten, alles ganz normal. Auf dem Brenner oben hat es geschneit, da war es noch richtig kalt. Und dann bin ich einige Stunden später im dicksten Nebel hier am Fluss angekommen. Zusammen mit Bernhard vom Weltcamp am Po haben wir dann mein Boot reingehoben und bereits da stand schon die Sonne hoch am Himmel und wir hatten ein ganz, ganz geiles Wetter. Hab am Steg unten noch das Nötigste alles zusammengerafft, was ich jetzt erstmal die ersten paar Tage benötige. Ich bin dann natürlich sofort in die neue Angelsaison 2020 hier in Italien gestartet. Es war eine richtig wellige und windige Anfahrt hier raus. Ja. Also es ging gut vorwärts. Jetzt hat sich der Wind zum Glück etwas gelegt. Aber was ich sagen muss oder was mir gleich aufgefallen ist, der Fluss hat sich wirklich drastisch geändert. Es gibt Bereiche, wo der Fluss früher sehr tief war, da gucken jetzt Sandinseln aus dem Fluss heraus. Also muss man wirklich aufpassen, dass man nicht drauf rumst mit dem Boot. Und es gibt dann wiederum Bereiche, die plötzlich sehr tief geworden sind, die früher sehr, sehr flach waren. Das alles hat mit den großen Wassermassen zu tun, mit dem Hochwasser, was wir hier in Italien im Winter erleben durften oder mussten, besser gesagt, für die Einheimischen. Haben ja viele da ihr Hab und Gut verloren. Und der Fluss Po fließt nun mal auf einem Sandbett und transportiert dann bei so krassen Wasseranstiegen große Mengen an Sand und lagert die irgendwo wieder ab. Und so entstehen dann permanent neue Angelplätze und man muss immer wieder dann erstmal sich auf die Suche begeben. Was mich wirklich verwundert hat, ist die schon relativ hohe Wassertemperatur. Wir haben jetzt Ende Februar und wir haben eine Wassertemperatur von knapp 10 Grad. Also aktuell ist es ja hier auch, wo es windstill jetzt geworden ist, richtig warm, richtig sonnig, richtig angenehm. Aber das Wasser ist schon für Februar sehr, sehr warm. Also ich kenne hier auch Zeiten, da lag Schnee am Ufer, da waren die Wassertemperaturen bei 5, 6 Grad. Also es ist schon sehr vorangeschritten. Ich denke, hier merkt man ganz deutlich die globale Erderwärmung. Ja.
Also für Februar schon fettes Wetter, ne? Ich war dann jetzt relativ lange auf dem Fluss unterwegs. Ich habe mir jetzt beim Rausfahren viel Zeit genommen, habe mir viele unterschiedliche Plätze angeguckt, mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil in wenigen Tagen starten ja unsere Plaquette-Guiding-Touren hier am Po-Mittellauf. Und habe jetzt auch ein nettes Plätzchen gefunden, an dem ich mich jetzt erstmal einangeln werde. Ja, ihr seht es hier. Eine riesengroße Sandbank. Vom Ufer her kenne ich diesen Platz natürlich. Er wird auch sehr, sehr häufig beangelt, weil er einfach zum Angeln einlädt, weil es hier wirklich alles ganz gemütlich ist. Und unter normalen Umständen würde ich mich hier auch nicht draufsetzen, weil der Angeldruck sehr hoch ist und dementsprechend die Fische sehr, sehr sensibel reagieren auf die Montage und gerne solche Plätze umschwimmen. Jetzt allerdings zum Saisonanfang mache ich mir da weniger Gedanken über den Angeldruck, denn es war seit November keiner mehr hier am Fluss. Es kam ein riesen Wasseranstieg von über 7 Meter und die Karten sind alle neu gemischt. Ja, also die Fische haben viel vergessen und ich denke, dass es für die erste Nacht jetzt hier in Italien doch gar keine schlechte Idee ist. Die Sonne lacht, wir haben eine schöne langsame Strömung hier vor der Sandbank. Wir können Wassertiefen bis knapp 4 Meter erreichen. Hier an diesem Platz werden sich definitiv Futterfische tummeln, denn das langsam fließende Wasser hier draußen wird durch die Sonne schon relativ schnell erwärmt werden. Da stehen die Weißfische drauf und ich denke, die Welse, sofern sie Hunger haben, werden genau dorthin kommen, wo auch die Weißfische sich aufhalten. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ich bin jetzt mal den ganzen Platz hier abgelaufen. Man findet auch nirgendwo Fußspuren, keine Lagerfeuer, keinen alten Unrat, der zurückgelassen wurde. Also definitiv war hier sehr, sehr lange Pause. Ich habe jetzt noch 2 Tage und auch 2 Angelnächte Zeit, bis die Touren beginnen, bis unsere Gäste hier in Italien ankommen und nutze diese Zeit sehr gerne, um alleine rauszugehen, ein bisschen runterzukommen, mich ein bisschen einzuangeln, ein paar neue Sachen auszuprobieren. Ich habe da wieder ein paar coole, verrückte Sachen im Kopf und teilweise auch schon als Muster dabei. Da werdet ihr einiges im Video auch noch davon sehen. Ja, und jetzt heißt es erstmal für mich aufbauen. Ich werde nicht vom Boot aus angeln, ganz gemütlich jetzt mal vom Ufer nach der Anfahrt, damit ich auch richtig gemütlich heute Abend was essen kann, schön pennen kann, vielleicht sogar noch ein schönes Lagerfeuerchen machen kann. Hier liegt überall genug Holz rum. Das entscheiden wir aber später. Jetzt heißt es erstmal das Camp aufbauen und dann die Routen vorbereiten für die erste Nacht der neuen Saison in Italien hier 2020 und auch in der Hoffnung, den ersten Fisch in Italien 2020 zu fangen. Denn das muss erstmal noch passieren. Ja? In Deutschland konnte ich ja schon einen tollen Waller mit der Spinnrute fangen. Das Video habt ihr schon bei mir auf dem Kanal gesehen. Aber hier in Italien für diese Saison habe ich noch keinen. Es geht ja jetzt auch erst richtig los. Deswegen bin ich gespannt. Und selbst ein kleiner Wels wäre jetzt schon ein grandioser Beginn für unsere Touren hier 2020. So, aber jetzt baue ich erstmal das Zelt auf, räume mal das ganze Boot aus und dann gehen wir raus aufs Wasser und schauen uns den Platz mal näher an. Vado fuori questo caos, mi mette in paranoia, stampo e faccio un get out. Se corri come me o corri come me, magari io te lo sai. So, die Bude steht, das Bett steht auch schon. Normalerweise legt man ja erst die Routen und baut dann das Zelt auf. Aber heute habe ich Zeit. Es ist jetzt Mittagszeit und alles easy going. Ich habe erstmal meine langen Unterhosen ausgezogen. Es ist richtig, richtig warm hier in der Sonne. Und seit der Wind vorbei ist, ist es noch wärmer. Und jetzt geht's an die Routen. Thank you.
Die Montagen sind soweit einsatzbereit. Einen Rutenhalter habe ich am Ufer fixiert, weil ich eine Rute gegen die Strömung nach oben fischen möchte. Die anderen zwei Ruten werden wir flussab angeln und die stelle ich dann einfach hinten ins Boot. Und jetzt geht's aufs Schlauchboot, die Zeit rennt und legen mal die erste Rute, genau die hinter mir, hier nach oben gegen die Strömung aus. Jetzt sind wir auf dem Boot. Ihr seht, ich habe die Mütze gewechselt. Die Sonne hat sich verzogen. Es ist jetzt plötzlich wieder richtig wolkig geworden und auch dementsprechend frisch. Aber ist klar, wir haben Februar. Da kann man nicht erwarten, dass man den ganzen Tag hier Sommer, Sonne, Sonnenschein hat. Wir beginnen mit unserer ersten Montage. Die, wo vorhin beim Montagenbau ein bisschen aufgepasst haben, haben gesehen, dass ich hier so ein kleinen roten Körper zwischen meinen Fanghaken und meinen Halterhaken des Köders gebaut habe. Ihr seid gerade live dabei in der Testphase. Ich habe da schon letztes Jahr ein bisschen mit rumexperimentiert. Und zwar habe ich einen kleinen Auftriebskörper, der das Hakengewicht noch mal zusätzlich mindern soll, genau für meinen Köder gepackt. Ich teste aktuell zwei Muster, einmal diese ovale Eiform und einmal diese längliche Form, die ihr vorhin schon gesehen habt, wie ich meine Montagen vorbereitet habe. Und ich denke, dieser kleine Auftriebskörper hier könnte ein ganz tolles Gimmick sein, um seine Köder noch natürlicher zu präsentieren, denn das Gewicht eurer Angelhaken wird dadurch nahezu aufgehoben. Meine Idee dahinter ist, das Hakengewicht am Köder direkt zu minimieren. Aktuell teste ich diese Teile, die gibt es einmal in der Langform, meine Muster, und einmal in dieser kurzen ovalen Form in der Haarmontage. Hier sitzen die Haken ja relativ dicht beieinander. Und dieser kleine, unauffällige Auftriebskörper, Moment, ich nehme mal raus, versteift auch zusätzlich den Halterhaken zum Fanghaken, ähnlich wie es vorher der Gummischlauch getan hat. Sorgt für zusätzlichen Auftrieb am Köder. Also ihr habt keine Gefahr, dass euer Köder irgendwo am Grund Gras einsammeln kann oder irgendwas. Und minimiert mein Hakengewicht. Also unter Wasser ist die Präsentation folgende. Der kleine Auftriebskörper strebt gegen den kleinen Halterhaken. Und der Fanghaken hängt ganz aggressiv nach unten weg. Genauere Infos zu diesem System erhaltet ihr in Kürze in einem eigenen Film genau darüber. Jetzt setzen wir erstmal unsere erste Montage. Wichtig ist bloß, dass ihr wisst, um was es geht, wenn ich hier meine Vorfächer euch zeige und ihr dann irgendwelche Sachen erkennt, die ihr vielleicht so noch gar nicht gesehen habt. Mein Boot ist voll mit allerhand Ausrüstungsgegenständen. Hier im Hintergrund seht ihr was ganz Untypisches für Italien, nämlich eine Boje. Aber das gute Stück hier benötigen wir, wenn wir gegen die Strömung unsere Köder auslegen möchten und die Wassertiefe das Stecken eines Umlenkers, eines Stockes, eines Umlenkstabes nicht mehr zulässt. Dann habe ich hier drin den Bojenstein. Den Stein für meine Hauptmontage mit einer 40er Mono doppelt. Und noch einen zweiten Stein, einen sogenannten Absenkstein, um die abführende Schnur von meinem Fangstein, der direkt mit der Montage verbunden ist, hin zur Boje nochmal absenken zu können, damit der Wels auf keinen Fall das Geschwappel der Boje im Wasser spüren kann. Jetzt setzen wir zuerst mal die Umlenkboje. Ich zeige euch genau, wie das funktioniert und was sie für einen Zweck erfüllt. Und dann kommt die Montage ins Wasser. Die meisten Angler ziehen ihre U-Posen immer mit der Strömung stromabwärts. Das ist auch vollkommen richtig so. Aber solche riesengroßen Sandbänke, wie wir sie hier haben, bieten natürlich auch stromaufwärts super Angelplätze. Und da ist es dann halt wichtig, unsere Schnur nach dem Ablegen umzulenken, zum Ufer zurück, damit es keine Verhedderung in der Montage geben kann. Ich fahre jetzt komplett stromauf und suche mir einen interessanten Bereich. Wir haben hier dicht am Ufer eine Wassertiefe von 2 Metern.
und nach außen hin fällt der Fluss in die 4-Meter-Kante rein. Und diesen Bereich würde ich gerne mitnehmen. Ich fahre jetzt von außen wieder ganz langsam die Kante hoch und setze meinen Bojenstein mit der Boje ins Wasser. Hier haben wir jetzt eine Wassertiefe von 2,5 Metern. Also die Umlenkboje wird leicht versetzt zum Ufer. Die Montage wird später etwas weiter draußen liegen, um die Unauffälligkeit der Boje etwas zu minimieren. Der Stein ist unten. Jetzt passe ich meine Bojenschnur nach der Wassertiefe an. Ich habe sie fürsorglich mal etwas länger gewählt. Aber circa 1,50 Meter mehr als die Wassertiefe ist hier beim Angeln im Fluss in der Strömung vollkommen ausreichend. Oben an meiner Boje hängt ein Karabiner, über den wird später meine Hauptschnur, nachdem die Montage abgelegt ist, umgelenkt. Jetzt lasse ich erstmal die Boje los, setze hier einfach ins Wasser rein. Da seht ihr sie treiben. Jetzt lasse ich mich von der Boje weg ein Stück abwärts treiben, bereite meine Montage vor, setze die Montage direkt in der aufsteigenden Kante vom Tiefen ins Flache ab und fahre dann mit meiner Hauptschnur an die Boje ran, klippe die Hauptschnur in der Boje ein und auf direkten Weg zurück ans Ufer. Als erstes fixiere ich jetzt den Stein direkt an meiner Montage. Das ist der Stein auch, der später durch den Abriss der Reißleine den Waller haken wird. Jetzt hänge ich meinen Köder ein. Den Köder setze ich gleich nach dem Anködern ins Wasser, dass er schön fit bleibt. Und lege mir auch gleich den Stein zum Absenken meiner ablaufenden Hauptschnur parat hier vorne im Schlauchboot. Ich fahre jetzt als erstes an den Ablageort, wo später meine Montage sitzen soll. Setze jetzt den Stein ins Wasser und lasse die Montage langsam zum Grund runterlaufen und nähere mich jetzt langsam der Umlenkboje, halte meine Hauptschnur von der ablaufenden Multirolle immer noch zwischen den Fingern, dass ich schön den Druck halten kann, fixiere jetzt kurz vor der Boje meinen Absenkstein. Und lasse diesen jetzt auch zum Grund runter. Jetzt fange ich meine ablaufende Hauptschnur wieder ein und fahre an die Boje, die hier stromauf liegt, und klicke diese Hauptschnur in den Karabiner ein, der am oberen Ende der Boje hängt. Jetzt umrunde ich die Boje. Und fahre auf direktem Weg ans Ufer zu meinem Rutenhalter und bringe die komplette Montage auf Spannung. Im Hintergrund seht ihr jetzt gleich die Boje kommen. Da hinten steht sie. Und die Umlenkboje bietet mir auch den Vorteil, dass meine komplette Hauptschnur nach dem Umlenkpunkt, ich mache mal die Knarre der Multirolle aus, dass er mich besser versteht,
schön über der Wasseroberfläche läuft und keinen Dreck sammeln kann. Wenn jetzt ein Biss kommt, muss ich natürlich erst an die Boje fahren, dort meine Hauptschnur ausklinken und kann dann den Fisch frei drillen. Das hat aber auch den Vorteil, wenn ihr in hindernisreichen Gebieten angelt, dass der Fisch immer irgendwo im Bereich der Boje bleibt. Denn der Stein, den ich da versenkt habe, um die Boje zu halten, der hat schon richtig Power. So einfach könnt ihr eine Unterwasserpose gegen die Strömung flussaufwärts setzen. Einfach mit einer Boje umlenken. Da ist es auch ganz egal, wie tief das Wasser am Umlenkepunkt ist. Denn die Boje könnt ihr über die Schnurlänge zum Stein schön variieren. Einen zweiten Absenkstein rein für die Unauffälligkeit der Montage. Die erste Rute ist scharf. Die nächste Rute, meine zweite Rute, setze ich ganz ufernah stromabwärts. Hier habe ich zwei kleine Mikroposen vorgeschaltet und die Haarmontage so belassen, wie ich sie die ganzen Jahre angel, um auch wirklich testen zu können, ob dieser kleine zusätzliche Auftriebskörper hier zwischen den beiden Fanghaken uns einen Vorteil bringt. Bei dieser ufernahen Montage, stromabwärts gesehen von meinem Angelplatz, ist ein doppeltes Absenken der Hauptschnur nicht notwendig. Da ich diese Rute nur ganz leicht vom Ufer oder in dem Fall von meinem Boot anspannen werde und sich meine Hauptschnur dann in Strömungsrichtung gesehen leicht auf den Grund legt, also die Welse werden diese auf jeden Fall nicht merken und keinen Verdacht schöpfen können. Ich entferne mich jetzt ein gutes Stück von meinem Angelplatz oben. Fahre jetzt die Uferkante der Sandbank hier flussab und präsentiere meine Montage bei einer Wassertiefe von ca. 2,5 Metern. Also wirklich eine Rute auch mal ganz flach setzen. Wer weiß, vielleicht kommen ja die Welse wirklich jetzt schon ins flache Wasser zum Fressen. Meine dritte Rute werde ich etwas weiter in den Strom hineinsetzen. Hier habe ich wieder diesen kleinen Auftriebskörper zwischen den beiden Haken montiert und zwei kleine Mikroposen auf meinem Vorfach sorgen für den Auftrieb des Köders. Bei dieser Rute werde ich neben dem normalen Reißleinstein hier auch wieder einen Absenkstein benutzen, weil meine Hauptschnur einfach weiter in die Strömung hineinläuft. Und um ein Schnurrauschen in der Strömung zu vermeiden, kommt der dann noch zum Einsatz. Dreieinhalb Meter Wassertiefe. Hier werde ich die Montage setzen und dann habe ich schön den Platz, die Sandbank, abgestaffelt. Ich fahre jetzt erst ein gutes Stück hoch zu meinem Angelplatz wieder, bevor der Absenkstein zum Einsatz kommt.
Dabei läuft die Schnur von meiner Multirolle ab und ich bremse sie einfach nur mit meiner Hand. Die Rute liegt hier vorne im Boot. Jetzt hänge ich langsam den Absenkstein ein. Und lassen zum Grund runter. Ich bin jetzt ganz dicht vor meinem Angelplatz. Und habe meine Hauptschnur so schön am Gewässergrund unten versteckt. Alle Ruten sind scharf. Die Ruten sind ausgelegt nach bestem Wissen und Gewissen, wie das so immer ist beim Angeln. Natürlich gehört auch immer ein kleines Quäntchen Glück dazu, aber drückt mir die Daumen, dass in der ersten Nacht 2020 in Italien ein Huber kommt, die Rute krumm geht. Egal wie groß, aber es wäre ein cooler Start. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen hier hinter in die Hecken da stapfen, mit ein bisschen Feuerholz sammeln und ein gemütliches Lagerfeuer heute Abend machen, denn es wird bestimmt richtig kalt heute Nacht. Also der Wetterdienst sagt tagsüber so 13, 14 Grad in der Sonne, das hatten wir heute auch. Aber nachts geht es nur an die 0 Grad Marke ran. Aber hier finde ich genug Material, was mich bis zum Biss wärmen wird. Feuer brennt. Ich habe sogar noch ein bisschen was für die Umwelt getan. Ein bisschen was von dem ganzen Plastikmüll da eingesammelt, der hier überall noch vom Hochwasser in den Bäumen hängt. Das ist natürlich der perfekte Anzünder. Aber die Hütte ist an. Das Feuer ist aus, es ist eiskalt, es ist auch schon spät geworden jetzt, bisher noch keine Aktion. Ich hoffe, die Wälse hier in Italien haben nicht auch irgendwas von dem Coronavirus mitgekriegt und sich alle verzogen. Ich hau mich jetzt in den Schlafsack und ich hoffe, wir sehen uns später, heute Nacht irgendwann auf dem Boot im Grill. Das war ja was, als Rübis erstmal wach war, schon gedacht, außer Wind und Sturm heute Nacht, nichts gewesen.
Und jetzt im Sonnenaufgang reißt mich das Glöckchen aus dem Schlaf. Der Biss kam jetzt auf die Rute ganz nah am Ufer. Den anderen Ruten war keine Aktion. Die rechte Rute hat um 11, 12 Mal stark geklingelt, aber es war nichts zum Anschlagen. Und jetzt im Morgengrauen kommt der Fisch. Geil. Der erste, mein erster Italiener 2020. Hat gut Dampf, der Junge. Nicht der Größte, aber Power hat er. Geil. Ja, hängt knapp. Die Haken raus. Na, komm rein. Und schon werden wieder die Klamotten eingesaut. Komm. Der kann sich für den Anfang doch sehen lassen. Toller Fisch. Toller Start. Geil. Danke. Und wie es weitergeht hier am Fluss, seht ihr in den nächsten Videos. Alles Gute, dicke Fische. Ciao, ciao.